Sportsfreunde, der Tetzel hier für die Halbgottschmiede und heute haben wir ein Video, wo ich mir gedacht habe, wir mischen das mal ein ganz klein bisschen. Und zwar wird es um zwei Dinge gehen, um meine aktuelle Diät, um meine Ernährung, meine kalorische Defiziternährung und gleichzeitig um ein Unboxing und warum das so eng zusammenhängt, wird sich schon sehr schnell aus den Produkten ergeben, liebe Sportsfreunde. Also, was heißt in dem Fall für mich Diät? Ja, kleines Defizit, klein in Anführungszeichen, von ja, unterschiedlich 400, 500 bis 1000 Kalorien, 1200 an krasseren Tagen. Also ich bin so bei 2800 Kalorien am Tag, was mir ermöglicht, noch verschiedene Sachen zu essen, die man halt jetzt so vielleicht nicht typisch mit Diät assoziieren würde, was mir also sehr gut bei dem sogenannten If It Fits Your Macros hilft. Ja, ziemlich easy eigentlich, 200 Gramm. Eiweiß, ungefähr 80 bis 100 Gramm Fett, ja, daraus ergeben sich ungefähr 900 Kalorien aus Fett. Es ergeben sich ungefähr 800 Kalorien aus Eiweiß und der Rest sind entsprechend Kohlenhydrate. Das heißt, ich habe noch eine ganz ordentliche Menge an Kohlenhydraten. Manche Tage gehe ich mit Kohlenhydraten höher, mal mit dem fetten Hauch runter. Ja, manche Tage gehe ich mit dem Eiweiß auch mal hoch und mache dann halt entsprechend low-carbigere Tage. Aber da bin ich sehr flexibel. Das sind halt so Richtwerte, ja? Das sind keine in Stein gemeißelten Gesetze. Und ich versuche halt Produkte zu nutzen, die eben etwas mehr Eiweiß betont sind und etwas weniger Kohlenhydrat betont. Zum Beispiel ein absolutes Lieblingsprodukt mittlerweile von mir, die High-Protein-Pasta. Ich liebe Nudeln und ich habe einfach wirklich lange auf Nudeln verzichtet. Mittlerweile, dank der Pasta hier, esse ich wieder ein paar mehr. Und ja, es ist natürlich ein... Also was haben wir hier? Wir haben Eier drin, also wir haben also dementsprechend Eiweiß aus Ei, ja. Und wir haben auch, soweit ich das, Erbsprotein, genau, Erbsprotein haben wir hier drin, schmeckt insgesamt meiner Meinung nach sehr nach Nudel, nicht zu sehr irgendwie nach, ja, irgendwie seltsamen Nudelersatzprodukt. Gut. Weitere leckere Dinge, die für die Diät sehr, sehr gut sind und helfen. Ich habe hier MyRice. Das ist im Prinzip wie alles so aus der Kognakwurzel, diese relativ kalorienfreien Produkte. Unglaublich geil, einfach um eine größere Menge essen zu können. Denn darum geht es ehrlich gesagt ja in Reduktionsdiäten. Es geht darum, immer noch so viel wie möglich essen zu können. Also ohne sich sozusagen durch Hunger zu quälen. Und da können solche Produkte unglaublich helfen. Das Ganze nochmal ergänzt mit My Spaghetti und dementsprechend die richtigen leckeren Sachen. Hier habe ich nochmal die Proteinpasta, sehr geil. Ja, nicht unbedingt für eine Diät notwendig, aber unter Umständen auch was, was man mal noch mit einbauen kann. Und vor allen Dingen, womit man zum Beispiel den guten alten Quark immer wieder versüßt, ist natürlich typisch das Eiweißpulver. Ich habe festgestellt, dass einfach meine aktuelle Lieblingssorte Apfelkuchen ist. Apple Crumble and Custard Flavor. Also Apfelkuchen, absolut geil. Liebe ich. Ist einfach meiner Meinung nach mit das leckerste Eiweiß überhaupt. Früher habe ich Cookies and Cream immer so geliebt und habe mich da so ein bisschen dran überfuttert. So, vor ungefähr einer Woche kam ich nach Hause und war total positiv überrascht. MyProtein hat mir eine kleine Überraschung geschickt. Und zwar haben sie ein neues, tolles Produkt. Ich finde es deswegen toll, weil es einfach wieder so eine Geschmacksbombe ist. Und das ist die Cashew Whey Butter. Ich habe hier die zusätzliche, also mit Kirsch Whey, Cashew Butter mit Kirsch Whey. Also Cashew Butter ist ja sowieso schon sehr eiweißreich. Und hier haben wir natürlich einfach nochmal Whey mit dabei. Und einen schönen Geschmack. Das wirkt sehr flüssig, wenn ihr das aufmacht. Sobald man das aber verstreicht, wird es auf jeden Fall fest genug. Also richtig schön streichfest. Sodass man es einfach nicht irgendwie runterlaufen hat oder so. Wie eine olle Marmelade. Sehr leckeres Produkt. Musste sein. Noch eine Runde MyRice habe ich hier. Und ich glaube, ja, auch zum direkten Vergleich nochmal. Weil ich es einfach übertrieben gut finde, ist die echte Cashewbutter quasi. Hier muss man einfach ganz klar sagen, das grundlegende reine Nussbutterprodukt ist schon der Oberhammer. Ja? Also da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Ich vergleiche gerade nochmal, hier haben wir halt 33 Gramm Eiweiß auf 100, hier haben wir 20 Gramm und natürlich noch ein bisschen mehr Fett im Verhältnis. Macht in dem Sinne eigentlich gar nichts, sind ja sehr gute Fette, klar, ihr wisst Bescheid darüber.
Ich bevorzuge tendenziell von allen Buttern bisher diese und habe einfach darum diese nochmal im Vergleich genommen. Und hier kostet das Kilo, ich glaube, gar nicht so viel mehr als hier dieser kleine Topf. Also das ist wirklich so ein bisschen mehr das diätische Produkt für Hocheiweißgehalt. Und hier haben wir mehr so das, ja, das Masseprodukt, aber lecker. Oh, wie verrückt. Also die Cashewbutter muss zubleiben erstmal jetzt in den nächsten Wochen, sonst wird es ganz gefährlich für mich. Ein absoluter Knaller. MyBar Zero, der kohlenhydratfreie Riegel, es ist einfach eine absolute Freude. Dann haben wir hier noch für den abendlichen Knusperspaß 100 Kalorien pro Tüte, die Protein Crisps. Ja, es geht ja wie gesagt darum, nicht auf alles verzichten zu müssen. Und nein Leute, es geht natürlich nicht darum, dass jetzt das Eiweiß da drin in den Protein Crisps absolut geil für eine Diät ist und für Muskelaufbau. Ja, das ist halt Soja-Eiweiß, wollen nicht drüber reden groß. Aber wir haben halt Eiweiß statt Kohlenhydraten und wir haben entsprechend natürlich ja, einfach hier wieder die Möglichkeit, eher den Eiweißgehalt hochzuhalten und vor allen Dingen ist es halt auch kalorisch ein sehr reduziertes Produkt. So, mein zweites Lieblingsprodukt. Ich kann nicht mehr ohne die Dinger. My Brownies, My Protein Chocolate Chip Flavor Protein Brownies. Shit, diese Dinger sind absolut genial. Stillen, wie gesagt, im Video auch schon mal den Schoko-Jeeper, sind einfach echt, ja, fundige Teile, machen ordentlich satt, zweimal am Start. So, was habe ich noch? MyProtein, nochmal MyBar Zero, in einer neuen Verpackung. Apple Cinnamon Flavor hat eine neue Verpackung gekriegt, aha, aha, aha. Ja, also ich habe hier Mandel, Vanille und Apfel, Zimt, beides sehr leckere Sorten. Ihr seht schon, viel, viel zu essen und das ist das, was ich euch immer sage, Nahrungsergänzung. Ja, in dem Sinne ist es wirklich ein Nahrungsmittel, die jetzt speziell für mich in der Diät dafür sorgen, dass ich große Mengen an Essen zu mir nehmen kann und trotzdem kalorisch relativ niedrig bin. Warum mache ich so eine sanfte Diät? Weil auf der FIBO der Auftakt der GFSA ist, das heißt der erste Strongman-Wettkampf der Saison. Mir nützt es also nichts, shredded zu sein. Erstmal sowieso jeder Shredder und jeder Massiver auf der FIBO, also davon habe ich mich schon längst verabschiedet. Und andererseits bringt es mir halt auch einfach nichts, keine Kraft mehr zu haben. Ich möchte in der offenen Gewichtsklasse bleiben. Also ich bin jetzt ungefähr bei 110 Kilo. Vielleicht noch 3, 4 Kilo runter mit 106 oder so wäre ich so knapp in der offenen Gewichtsklasse. Und das macht für mich kraftmäßig nicht so viel aus. Maple und Pekan, also Ahornsirup, Pekanuss, Proteinshocks wollte ich mal probieren, hatte ich noch nicht. Hatte eine andere Sorte schon mal und wollte die entsprechend ausprobieren. So, nochmal mal Spaghetti, jede Menge davon. Ja, ihr seht schon, Riesenladung von diesen Teilen einfach, um wirklich durch die Diät damit zu kommen. Ich habe auch tatsächlich noch welche im Kühlschrank, weil ich die fast täglich konsumiere. Und hier haben wir nochmal Toffee Fudge Flavor von dieser Butter, von der Cashew Butter für die Vergleiche. Tja, Leute. Achso, doch eine Hose habe ich hier noch. Eine Trainingshose, kann man immer gebrauchen. Ihr wisst ja, wie das ist mit den etwas kräftigeren Beinen und den Jeans. Das klappt immer nicht mehr ganz so gut. Also, großes Sortiment wieder für mich. Ich freue mich total. Das ist immer so ein kleines bisschen wie Weihnachten. Was ich euch definitiv empfehlen kann, und wie gesagt, wenn es für euch wichtig ist, viel essen zu können in der Diät, ja, holt euch Produkte, mit denen ihr erstens natürlich den Eiweißgehalt immer hochhalten könnt. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt von MyProtein sein, Leute. Es geht einfach natürlich auch darum, Fleisch, Geflügel, Fisch zu essen. Ja? Es geht darum, einfach zu schauen, wie kann ich meine Nahrung so zusammenstellen, dass ich eine große Menge essen kann, was natürlich jetzt hier nicht dabei ist und unglaublich wichtig ist, Gemüse. Große Mengen an Gemüse, Gemüsepfannen. Ich zum Beispiel bin auch ehrlich gesagt durchaus ein Freund davon, von so fertig geschnittenen Gemüsesachen, weil ich habe quasi einen Haushalt für mich alleine. Und was soll ich mir 5 verschiedene Gemüsesachen kaufen und dann alles zurechtschnibbeln und dann liegt die Hälfte im Kühlschrank und ist nicht mehr so geil. Dann nehme ich lieber so einen tiefgefrorenen Beutel mit Brokkoli oder einen tiefgefrorenen Beutel fertige italienische Gemüsepfanne, habe verschiedene leckere Sachen, kann die in die Pfanne schmeißen und wunderbar ist die Mahlzeit im Prinzip schon fertig. Dazu dann halt zum Beispiel eben die Nudeln, ja, oder wenn ich einfach noch wenig Kalorien nur noch offen habe, gibt es halt eben die Cognac-Nudeln, ne, hier von der Cognac-Wurzel, die haben auf 100 Gramm 7 Kalorien, also es besteht im Prinzip nur aus so ein bisschen Faserstoffen, ja, und Ballaststoffen, das heißt effektiv nicht verwertbar für den Körper, was jetzt so Energieumsatz angeht und schon seid ihr satt und
könnt euch noch was gönnen. Ne? Danach kann man dann sich noch einen schönen Protein-Brownie mit den 300 Kalorien reinziehen, die man gespart hat. Okay, also das Management des Gesamtbilanz, der Gesamtbilanz an Kalorien und Makronährstoffen, das hilft, wird einfach unterstützt durch solche Produkte, Leute. Wenn euch die Produkte gefallen und wenn ihr Lust drauf habt, die auszuprobieren, wie immer den Link in der Beschreibung nutzen, dann unterstützt ihr mich direkt, da kriege ich einen Prozentsatz von ab und ihr kriegt keinerlei Nachteile. Ganz im Gegenteil, wenn ihr wollt, könnt ihr, falls gerade keine andere coole Rabattaktion ist, noch meinen Code benutzen, HGS-Fan, kriegt ihr 8% Rabatt, jederzeit, auf alles. Das als kleines Unboxing und wie sieht eigentlich Tetzels Diät-Ernährungsvideo aus? Ja, ich gebe es ganz klar zu, solche Produkte machen die Diät viel einfacher. Ja, also meine ersten Diäten habe ich sehr viel weniger auf solche Produkte in irgendeiner Form zurückgegriffen und es hat natürlich auch funktioniert, wie gesagt, Magerquark, jede Menge Gemüse, ganz, ganz wichtig, aber solche Produkte machen das Leben, was das angeht, einfacher. Okay, Sportsfreunde, ganz kurz und knapp, naja, 11 Minuten, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video, euer Tetzel, Dragon Slayer Mode. My Protein. Fuel your ambition.